Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homefront Revolution. Ein einziges Gebiet habe ich noch. Und das ist das da. Und ich stelle die Ordnung so her, wie ich das will. Und jetzt passe mal auf. Da war doch gerade eben noch so ein Typ da oben, der da blöd rumgerannt ist. Okay. Was fährt der da eigentlich noch rum? Was soll das? Karusch? Hoppla. Nein, Mann. Wo ist er hin? Ah ja, ist ja gut. Ah, cool. Hä? Was zum... Hä? Ach, das war's Auto? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Gehen die eigentlich dann auch wieder normal durch die Gegend laufen, wenn jetzt hat der... Ah ja. Echt geil. Ah ja, der Alarm ist weg. Dann laufen wir jetzt einfach wieder rum. Machen Blödsinn. Yeah, mach mal was. Hä? Komm ich gar nicht hoch? Oh nö. Jawohl, ja. Und tschüss. Explodier. So, jetzt lass ich mal gerade gucken. Ah, jetzt blicke ich das, warum da die Munition nicht weggeht. Da ist noch so ein hellblauer Käse da unten drunter. Den man kaum erkennt. Mann, wozu ist da diese komische blaue Flagge da dran? Was, Humbug? Muss ich über hier hin? Was ist denn das? Open, close. Kann ich nicht. Mano. Das wäre cool gewesen. Aha, so geht's, oder was? Kann ich da... Geil. Mano. Ich weiß aber, wie ich jetzt da hochkomme, ne? So, Eingabetaste. Hoppla. Wo bin ich? Ah, okay. Immerhin noch in der Nähe. Was soll denn der Quatsch da? Hopp. Die PA-Anlagen. So. So. Aus dem Weg. So, die stehen da oben blöd rum. Jetzt hätte ich gerne einen Hubschrauber, mit dem ich da was reinschmeißen kann. Und hopp. Oh. So, mal gucken, ob das was bringt. Ich benutze die Dinger ja so selten. Alter, du stehst im Feuer. Ah ja. Einen hat's wohl erwischt. Die wollen nicht,
Hops. Hops. Ich sehe sie nicht. In diesem Distrikt wurde der Ausnahme. Oh. In diesem Distrikt wurde der Ausnahme. Ups. Hat auch nicht geklappt. Hat auch nicht geklappt. Sind die unten oder was? Jawohl, ja. Der nächste bitte. Na los, komm her. Was will er? Hä? Ach, da hinne. Ich treffe ihn ein paar Mal. So. Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Warnung. Häftlinge, die gegen die. Ich habe zwar noch volle Pulle Energie gehabt, fast, aber egal. Oh, da kommt noch so ein Dicker irgendwo. Wo ist er? Da ist er. Es ist scheißegal, dass da die Leute rumrennen, alle, oder was? Oh, ich finde nicht. Ma, hey, diese blöde Angewohnheit, immer nachzuladen, ey. Komme ich da jetzt eigentlich auch rein? Tada! Ja, 37. Da oben ist irgendwie so ein Turm oder sowas. Ich bin hier irgendwie verkehrt. Ah ja, da unten. Oder da hinten, besser gesagt. Komm schon, geh kaputt. Ich lad mal nach, ich hab ja nichts zu tun hier, so, ne? Gesundheit. Töre, töre. So, lass mich mal gucken, was ist hier oben noch? Mein Fuß tut weh. Oder was auch immer er gesagt hat. Ach, da gerade. Ah, ja. Hä? Wo ist der Dicke? Was? Willst du mich verarschen? Hä? So, der ist platt. Der ist auch platt. Erstmal heilen hier. Boah. Blöder Hund. Und irgendwo da unten muss jetzt auch noch einer sein. Boah, diese Schrotgewehrpisser, hey. Jawohl, verschwind. Ich hab doch gerade nachgeladen, oder nicht? Wieso ist hier... Wenn ich noch 200 Schuss hab. Das ist heftig. Boah, ich seh gar nichts. Okay. Achso, stimmt ja. Ich hab ja hier Dingens. Terroristen. Chica chica bum bum.
Okay. Heizer. Jawohl. Ein Dingens habe ich schon mal. Aber die haben Nachschub gekriegt da, die Hampelmänner. Das ist jetzt lustig. Humbug. Hehe. Hey, gar kein Alarm ausgelöst. Cool. Ich glaube, das war der Dicke, der gerade da. Jawohl, ja. Ah ja, sehr gut. So. Heizer. Botox geht klar. So. Warte mal, das andere Lager muss doch da hinten sein, oder nicht? Nö. Na, hopp, flieg in die Luft. Hä? Kein Alarm? Sonst bei jedem Scheiß ein Alarm, weißt du? Jetzt. So, ja, bock mich nicht. Was will der mit Yoda jetzt? Der rennt da unten rum, oder? Schrotgewehrpisser. Boah, ich hab den Dicken direkt umgeniet. Scheiß Schrotgewehrpisser. Hat jetzt auch gar nicht lang gedauert. Kommt dieses blöde Ding da rein? Ich hoffe nicht. Da sind irgendwie zwei Typen drin, die ich noch killen muss. Und da sind Typen, die ich befreien muss. Ich hab gedacht, der sagt jetzt irgendwas so wie, kill mich nicht. Heidenei. Das ist schon heftig so. Geh ich einfach hin und... Oh ja, servus Arzt, aus nächster Nähe, bam, Kopfschuss. Lassen Sie mich durch, ich bin tot. So. Zum Freischalten musst du zuerst die Wachpostenziele abschließen. Okay. Das muss oben sein. Okay, dann renne ich nochmal hoch. Da ist wieder ein Typ. Es muss noch weiter oben sein. Zumindest weiß ich jetzt schon mal, was ich machen muss. Und zwar die Kerls aus dem Gefängnis raushole. Aha. Ah ja, okay.
Hä? Wo versteckst du dich? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, da ist ein Typ. Oder hockt der im Auto? Nee, es bewegt sich. Hä? Ist der unsichtbar? Naja, mir egal. Ich hab's gleich geschafft. Wichser. Ich hab's gleich geschafft. Wichser. So. Und ich glaube, da in der Kiste hockt er nicht. So. Mach mal auf da. Hallo. Yes, letztes Gebiet eingenommen. Jetzt kommt's Gefängnis. Quatsch, nicht das Gefängnis, die Polizeistation. Das stelle ich mir ziemlich witzig vor. Die ISO-Container sind beseitigt. Das sollte das Ende der Gefangenenfolter der KVA sein. Gut gemacht, Brady. Habe ich doch gern gemacht. Ich habe vergessen, die Wertsachen einzusammeln. Egal. Munition. Ist jetzt erstmal wichtiger. Achso. Ich sehe meine Kohle ja bloß da. 3200. Zeig mal die Waffen her. Was kostet der nochmal? 4000. Okay. Jetzt könnte ich ja anfangen, hier das ganze Zeug auf 3 Sterne hoch zu ballern. Zuerst mal da, Raketewerfer. Würde ich sagen. So. Munition habe ich. Ah, Kämpfe natürlich, würde ich sagen. Sperrgebiet, French Quarter. Closed opening hours. Ah ja. Aha, da ist ein Löchlein im Zaune. Warnung. Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Warnung. Ordnung wird gewaltsam. Hallo. Wiederhergestellt. Geh halt gleich voll ab. Alarm. Ich bräuchte eigentlich irgendwie, wie soll ich sagen, Sprengstoff. Der scannt. Das klingt wie wenn der ein Klicker ist von Last of Us. Gehen die jetzt da? Ah, cool. Die kämpfen gegen das Ding oder was? Da ist gar keine Wand. Oh, Kacke, da ist noch ein zweiter. Ich hab so das Gefühl, das könnte etwas dauern. Boah, zum Glück ist der Teil nicht so schlau und fährt hier rein. Jetzt kommt da noch ein Typ. Wolverine! Logan! Ich gehe mal testweise hier rein. Ich glaube nicht, dass ich hier lange überlebe. Schweige denn den Typ gleich find.
schön Gina wieder bei uns haben. Was? Warte. Erstmal einbrechen und dann lese ich mal eine SMS. Was will der? Es ist schön, Gina wieder bei uns haben. Ja, okay. Es sei denn, sie stellt gerade meinen Unterschlupf auf den Kopf oder droht mir, mich zu schlagen. Vielleicht könntest du sie wieder zur KVA bringen, wenn wir fertig sind. Das ist wohl eine Vollbekloppte. Normalerweise müsste ich ja jetzt die Folge beenden. Ich habe nämlich gesehen, ich habe schon 20 Minuten voll. Aber ich probiere es einfach mal. Kommen die jetzt alle hierher? Was willst du mit deiner Fanta? Mist. Komm, Fritz. Alter. Ich treff gar nichts. So, und wo hockt der jetzt? Ich sehe den gar nicht. Der schießt aber die ganze Zeit. Ach, da oben. Was für? Was willst du? Steh nochmal auf. Sag's nochmal. Hopp, darf ich nochmal. Na, also. Jetzt ist da wieder so ein Blitzdinger. Kann ich den? Hey, warte mal. Ah, vergiss es. Will ich das Ding jetzt verarschen? Das fährt dahin, wo es eigentlich nicht hin kann. So. Ja, sehr gut, wenn die alle hier jetzt nacheinander kommen. Alter, kannst du mal hier aufhören, die ganze Zeit hin und her zu rennen? So. So, jetzt dürfte er auch da durchlaufen wieder. Ich glaube, da ist irgendwie noch ein zweiter, kann das sein? Also irgendwie klingen die manchmal wie Zorro. Also der japanische Zorro. Komm schon. Also. Nein. Alter. Da liegt irgend so ein Schrottscheiß rum, deswegen geht's nicht. So. Ah, oh, überall dieses verdammte Ding hier. Alter, willst du mich verarschen? Ah, jetzt. Müsste der nicht da oben irgendwo sein? Und tschüss. Warte. So. Der ist ja immer noch da. Kann ich das aufmachen? Nö. Ah, Schokolade.
Gut, dass er nicht getroffen hat. Okay, jetzt muss ich hier wohl rein. Ah, sehr gut. Scheiße. Der kommt rein. Mal gucken, ob ich es hinkrieg. Ah, 25 Minuten geht noch. Jetzt bin ich schon so weit, jetzt will ich es auch packen. Halt den Lapp da ohne. Ha! Jetzt habe ich nur keinen Sprengstoff mehr. Machen wir es halt mal so. Pack das Teil weg. Das ist ein bisschen heftig hier drin. Und jetzt eine Falle. Ich kann es nicht übernehmen. Aber das hier, oder was? Hacken? Hacken. Hoppala. Kacke. Ich hab verkackt. Hallo? Oh. Wann war ich denn so kaputt? Und wieso kommt jetzt auf einmal der Alarm wieder? Also, geht doch. Bitte, aufhören! Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Steck mich einfach wieder in meine Zelle! Hey, was ist hier los? Du gehörst nicht zur KVA. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast. Small muss dich geschickt haben, darum werde ich ihm einen Besuch abstatten. Hier ist nichts für immer frei. Nochmals danke. Brady, hier spricht Parrish. Dana und ich sind gerade bei der Börse angekommen. Ich habe deine neuen Freunde getroffen und mir ein paar Sorgen gemacht. Eigentlich tue ich das immer noch, aber Dana hat ihre Hand für sie ins Feuer gelegt. Schaff deinen Arsch hierher, dann gehen wir den Plan durch. Alles klar. Jetzt, nachdem ich alles befreit habe und überhaupt, kommen die wieder hinterher und sagen, oh, jetzt kann ich mal wieder antanzen hier und uns hier der Bobbes streicheln. Aber das mache ich erst in der nächsten Ausrüstung. In der nächsten Folge. Verdammt. So. Ich kaufe jetzt nur noch schnell ein bisschen Gesundheit. Und Sprengstoff. Brandbomben. Molotow heißt es. Und den Schrott brauche ich nicht. So. Ich hab's Gefängnis übernommen. Ich bin hier der Chef, der Boss oder was auch immer. Hä? Hockt der jetzt eigentlich immer noch da drin? Nö. Ob da einer mal dem Gefängnisaufseher blöd gekommen ist? Sieht ein bisschen nach Hirn an der Wand aus. Nun gut, in der nächsten Folge kann ich mal wieder dem Parrish Hall. Hochsicherheitstag. Kann ich dem Parrish mal wieder Hallo sagen? Dann würde ich sagen, mache ich das doch mal. Allerhaupt. Bis dann.